Herzlich willkommen, liebe Freunde der grünen Wirtschaft bei WeTalk. Ich freue mich heute mit einem irrsinnig spannenden Thema zu euch ins Wohnzimmer zu kommen. Wir sprechen über die E-Mobilität. Ja, Mobilität der Zukunft. Ein Teilaspekt davon ist das Elektroauto. Wir haben uns ein bisschen umgeschaut und haben einen Experten gefunden in unseren eigenen Reihen. Das ist der Fritz Vogel, Gründer der Firma Enio. Und er macht unheimlich viele Vorträge, wenn es um das Elektroauto geht und generell um Mobilität. Wir werden heute ein bisschen sprechen über die Umweltbilanz, wie umweltfreundlich sind Elektroautos eigentlich. Wir werden ein bisschen vielleicht über Reichweite sprechen, weil das einmal wieder ein Thema wird, über die Kosten, wie viel das kosten könnte. Natürlich über Ladeinfrastruktur. Woher kommt der Strom für unser Auto? Die Akkus, wie umweltverträglich sind sie? Wie teuer wäre es denn eigentlich, wenn so ein Auto kaputt geht? Recyceln kann man das hoffentlich. Und wo finden wir überhaupt die Rohstoffvorkommen? Ja, das sind so ungefähr die Punkte, die wir ansprechen werden. Und 30 Minuten sind nicht lang genug. Ich sage jetzt einmal Servus, Fritz Vogel. Danke, dass du bei uns bist. Hallo August, freue mich, dass ich bei euch sein darf. Vielleicht zu meinem Hintergrund, hier den Hintergrund nicht inszeniert, sondern ich war bei einem Kundentermin und muss jetzt auf einem Parkplatz das Interview wahrnehmen, sonst mache ich das nicht so, aber es ist ein Elektroauto natürlich für die technisch Interessierten, es ist ein Hyundai Kona, also ein relativ kleines Auto mit einer Reichweite von 350 Kilometern. Na immerhin, mein erstes Elektroauto war ja noch ein Porsche, hat aber nur 20 Zentimeter gehabt und war ferngesteuert. Ne? Aber ich habe mir damals schon gedacht, wäre das ein tolles Auto. Nicht? Wenn es das in groß gäbe, dann würde ich zuschlagen. Und das haben wir schon. Wie umweltfreundlich sind denn Elektroautos eigentlich, lieber Fritz? Wie schaut das aus? Stimmt das, was wir glauben? Wir glauben ja, das ist die Mobilität der Zukunft. Ja, wobei ich vorausschicken möchte, also auch wenn ich ein Proponent der E-Mobilität bin, ich bin auch ein Proponent des multimodalen Verkehrs und wir dürfen jetzt nicht den Fehler begehen und sagen, okay, jetzt haben wir die fossilen stinkenden Fahrzeuge gehabt und jetzt machen wir das 1:1, bauen wir das um, dass es halt elektrisch ist. Der Verkehr per se muss sich massiv verändern. Es muss wieder dem Menschen die Stadt zurückgegeben werden. Und wir müssen da viel ändern. Radfahren, öffentlicher Verkehr, viel zu Fuß gehen, das kann man nämlich auch ganz schöne Strecken zurücklegen. Die Stadt der kurzen Wege, ein Lieblingsthema von mir. Die Stadt der kurzen Wege und oft, ich merke das, ich bin ein Partner und gehe viel zu Fuß und ich gehe durchaus einmal 2-3 Kilometer, aber ich merke, dass also auch nicht nur spazieren gehen, sondern aber ich merke in Wien, die Leute sind verwöhnt durch den öffentlichen Nahverkehr, aber auch durch das Auto und fahren halt auch 500 Meter mit dem Auto, weil ich immer irgendwie das nicht gewohnt ist und auch, weil natürlich die Wege für den Fußgänger und für den Radfahrer sehr, sehr eingeschränkt oft sind, sehr gefährlich sind und da müssen wir grundsätzlich etwas ändern. Und nur die verbleibende individuelle Mobilität, also die keinen öffentlichen Verkehr nicht mehr zu Fuß, die sollten wir umstellen auf Elektromobilität. Und da ist es die Antwort sehr eindeutig. Das Elektroauto ist deutlich umweltfreundlicher. Für den, der ins Detail gehen möchte, beim Klima- und Energiefonds gibt es den sogenannten Faktencheck. Also wer Klima- und Energiefonds und Faktencheck eingibt, kann dort alle Daten nachlesen. Und vor allem, wenn ich ein Elektroauto mit erneuerbarer Mobilität, mit erneuerbarer Energie betreibe, ist es sehr, sehr viel. Aber Fritz, stimmt das, du wirst mir das sagen können, stimmt das, dass die Herstellung schon ein bisschen energieaufwendiger ist als bei einem herkömmlichen Fahrzeug? Also ich habe gelesen, es wäre so, dass die Herstellung durch den Akku, weil die Akkus halt wirklich nur sehr energieaufwendig hergestellt werden könnten, dass das doch sehr hoch ist und dass das Ganze dann halt erst nach einer gewissen Kilometerzahl rechnet. Ja, also die Kilometerzahl reduziert sich deutlich von Jahr zu Jahr, deshalb, weil die Produktionsprozesse ganz einfach effizienter werden und viele Bauer von Elektroautos sich auch auf die Fahnen geschrieben haben, ganz einfach auch aus Marketinggründen. Wir bauen unsere Fahrzeuge mit erneuerbarer Energie. Also
Tesla jetzt ohne Tesla, also da so bevorzugt, sagen, wir bauen die Fahrzeuge mit Strom aus Wind und Photovoltaik und haben ja natürlich auch die Batterien, um zum Beispiel im Death Valley, wo sie auch in der Gegend dort die Fabriken hinbauen, sehr, sehr viel aus der Sonne und aus Wind zu gewinnen, um die Batterien herzustellen. Also so wie beim Fahren des Elektroautos, muss man sagen, es kommt darauf an, woher die Energie kommt. Ich kann natürlich mit einem reinen Kohlestrom, mit einem Elektroauto fast so grauslich unterwegs sein wie mit Also ich höre aber schon raus, wir haben es da ein bisschen mit Fakten zu tun, die halt schon noch ein bisschen alt sind teilweise. Nicht? Also das sind so die Anfänge der E-Mobilität, wo man gesagt hat, okay, die Herstellung von einem Elektroauto in der kleinen Stückzahl und mit Akkus, das, was damals noch sehr schwierig war, das hat ein bisschen zu dem Ruf geführt, das Ganze wäre jetzt doch sehr aufwendig. Ne? Ja, und man muss natürlich auch sagen, die traditionelle Autoindustrie, da haben die ganzen Europäer dazugehört, haben natürlich über Jahre lang versucht, das Elektroauto zu bekämpfen, weil es nicht in ihrem Interesse gelegen ist, dass jetzt ein Marktführer aus USA da sehr große Marktanteil bekommt und haben sich sehr viele auch dagegen gewehrt. Einer der Gründe beispielsweise ist die Wartungsfreundlichkeit von Elektroauto. Und man sagt, dass Elektroauto ungefähr ein Drittel bis ein Zehntel der Wartungskosten hat gegenüber einem fossilen Auto. Und das ist natürlich in der Wertschöpfung für einen Hersteller von Verbrennungsfahrzeugen sehr, sehr traurig, wenn er dann das Fahrzeug nicht so oft in der Werkstätte hat, nicht die Schmiermittel, nicht den Keilriemen, den Zahnriemen oder irgendwas verkaufen kann, weil Elektroauto fährt in der Regel so an die 50, 100.000 Kilometer ohne einen nennenswerten. Würde das auch erklären, warum jetzt der Einkaufspreis dann dementsprechend hoch ist? Also, dass man hier auch schon versucht, eben die Marge relativ hoch anzusetzen, weil man weiß, dass man im nachfolgend nicht mehr so ein großes Geschäft macht. Naja, der Einkaufspreis ist wahrscheinlich jetzt auch deshalb so hoch, weil die Stückzahlen geringer sind. Und natürlich, wir erinnern uns an die Flachbildschirme. Was haben die ersten Flachbildschirme gekostet? 3.000 Euro umgerechnet, 4.000 Euro für einen, ja, gerade einen 20 Zöller. Und das geht natürlich über Skalierungseffekte in der Produktion, dass man deutlich billiger wird. Dasselbe gilt auch wird auch für die Elektrofahrzeuge gelten. Dann stelle ich aber die provokante Frage, sind E-Autos heute zu teuer? Soll ich einfach warten, bis sie billiger werden? Kann man durchaus als Strategie, wenn man jetzt ein altes Auto hat, also nicht so altes, das vielleicht noch 3-4 Jahre ganz gut fährt, dann ist es natürlich auch im Sinne der Umwelt gescheiter. Man fährt es sozusagen aus, als dass man jetzt ein an sich funktionierendes Auto wegschmeißt und gleich ein neues Elektroauto kauft. Irgendwann gibt es halt so den Punkt, wo man dann Reparaturen etc. hat. Aber ein bestehendes Fahrzeug heute wegzuschmeißen, nur weil man jetzt sagt, es muss gleich ein Elektroauto sein, ist vielleicht noch, ja, muss man ganz offen sagen, in 2-3 Jahren werden sie deutlich billiger werden. Und es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund, dass ein Elektroauto teurer ist als ein fossiles Fahrzeug. Ich spreche immer vom fossilen Fahrzeug, weil es fossil betrieben wird, aber sie werden demnächst auch fossile werden. Es gibt keinen Grund, die Elektroautos werden wahrscheinlich in Zukunft sogar billiger sein als fossile Autos. Also man kann sich aber ruhig an den Marschplan auch der Regierungen halten, wo man sagt, okay, es gibt eine Übergangszeit und die Berechnungen, wie wir schon langsam aus dem CO2 rauskommen, sind eh gut gesetzt. Das heißt, wenn ich jetzt ein Auto habe und wer weghauen, wer das Blödeste wird, das sorgt nur wieder für Müll und ich muss ja dann wieder ein Auto herstellen eben, nicht? Sondern wir schauen wirklich, dass wir im Rahmen der Zeit halt auskommen. Nicht? Also man soll es jetzt nicht vornehmen, dass man in 10 Jahren das nächste fossile Fahrzeug kauft, sondern jetzt schon langsam dann umdenkt. Ja,
Also ich traue mich eigentlich darauf zu wetten, dass in 5, 6 Jahren niemand mehr ein fossiles Auto sich kaufen wird. Also ein neues fossiles Auto würde ich auf keinen Fall heute kaufen, auch kein hybrides Fahrzeug. Das ist eigentlich eine doppelt gemoppelte Sache, die letztendlich auch wieder CO2 produziert. Ein neues Auto würde ich heute nicht fossil kaufen, aber ein altes weiterfahren. Und in 5 Jahren wird es kein neues Fossiles mehr geben, weil jeder sich dann bewusst sein muss, am Ende des Lebenszyklus dieses neuen Fahrzeuges muss es irgendwem verkaufen und in 15 Jahren kann ich es niemand mehr verkaufen. Da wird es niemand mehr wollen. Ein weiter Betrachtungszeitraum, apropos Weite. Komme ich denn schon weit genug? Muss ich weit kommen mit einem Elektroauto? Komme ich weit genug? Habe ich Probleme? Ich meine, es wird immer wieder, kommt der Vorwurf, damit komme ich nicht weit. Na, also die Anfangszeiten, also wo die Fahrzeuge, wenn es kalt war, da bin ich auch schon gefahren, 2008, 2009 und bin hinter einem LKW frierend hergefahren im Wintermantel, weil man die Heizung nicht aufgedreht hat, wo das Fahrzeug dann ein Kangoo, ein elektrischer 80 Kilometer Reichweite gehabt hat und im Winter überhaupt nur mehr 60 Kilometer. Die Zeiten sind vorbei. Alle Fahrzeuge, die heute am Markt kommen, auch zu einem erschwinglichen Preis, sind in der Größenordnung von 300, 400 Kilometer Reichweite. Im Sommer ein bisschen mehr, im Winter im 350 oder was Kilometer. Und mit 350 Kilometer komme ich durch die ganze Welt. Wenn ich nämlich irgendwo, was ich in den Westen Österreichs will, nicht öffentlich unterwegs bin, oder wie zuletzt, wo ich in Italien gefahren bin, dann mache ich in Kärnten eine längere Mittagspause, ist ein sehr entspanntes Reisen, lade dort an einer öffentlichen Ladestelle 2 Stunden lang, mache einen Verdauungsspaziergang und dann habe ich wieder so viel Energie, dass ich irgendwo nach Italien komme. Also am Tag 700, 800 Kilometer zu fahren, geht auch mit einem Elektroauto um mehr. Mehr frage ich mich, was die Leute wollen. Und wir reden da ja nicht mehr über die Steckdose an der Wand mit ihren wenigen Kilowatt, sondern wir reden über schnell Tankstellen, Ladeinfrastruktur. Gibt es genug Ladesäulen? Haben wir da schon genug? Also wären wir vorbereitet darauf, dass wir jetzt alle umsteigen? Nein, aber das ist eben unser Thema als Firma Inio, also die Firma, die ich gegründet habe. Das ist deine Firma, genau. Das ist meine Firma, ich habe sie gegründet, ich bin jetzt emeritierter Geschäftsführer, also ich bin schon in Pension seit einem halben Jahr, bin aber noch als Konsulent tätig und als Gesellschafter, als Miteigentümer drinnen und das macht mir noch sehr viel Spaß. Aber das ist genau unsere Aufgabe, weil wir müssen natürlich die Infrastruktur für die Elektrofahrzeuge, die kommenden, herstellen und da spricht man nicht von Tausenden, sondern von Millionen Ladestellen, die wir brauchen. Man kann sagen, eine 1:1-Relation Fahrzeug-Ladestelle wird in Zukunft sehr sinnvoll sein, aber eine Ladestelle im Heimbereich wird irgendwo in der Größenordnung von 400-500 € sein, eine intelligente. Momentan liegen wir noch bei 1.500 € und das heißt, es wird auch nicht das ganz große Investment sein, wenn ich auf der anderen Seite mir sehr viel erspare. Und wenn ich sage intelligente Ladestelle, meine ich damit, dass diese Ladestelle zwingend gesteuert werden muss. Eine Ladestelle ist also ähnlich wie ein Computer, die hängt in ein Netzwerk und eine ungesteuerte Ladestelle wäre in Zukunft sehr negativ in Bezug auf erneuerbare Energien, weil die, vereinfacht gesagt, wenn ich am Abend nach Hause komme und mich anstecke, und meine Ladestation sofort mir die Energie gibt, weil sie ja nicht weiß, wie spät es ist, ob mein Nachbar auch lädt oder 20 andere Nachbarn, das würde dann fatale Folgen haben, dass also quasi das Stromnetz sehr negativ beeinflusst wird mit sehr hohen Spitzenleistungen. Und wenn ich aber nach Hause komme, mich anstecke und das System weiß, dass in 3, 4 Stunden alles laufen gehen, das heißt, der Backrohr abgeschaltet wird, die Kaffeemaschine, was immer unterwegs ist, sich ausschaltet und dann erst die Energie laden muss und dann vorzugsweise natürlich erneuerbare Energien verwendet,
dann brauche ich eine gewisse Steuerung dahinter. Okay, damit hast du jetzt eigentlich meine nächste Frage weggenommen. Ich wollte gerade das nächste große Thema aufbringen, das man immer wieder hört. Brechen denn da die Netze zusammen, wenn wir dann alle hängen? Du hast das aber eh gerade gesagt, man braucht Software dafür, die erkennt, wo sind Spitzen und wo kann man sie abfangen. Man könnte wahrscheinlich sogar so weit gehen zu sagen, erneuerbare Energie braucht so etwas wie Elektromobilität, weil da die meisten Akkus verbaut sind, die man auch dafür verwenden kann, solche Spitzen abzufedern. Nicht? Also wir haben ja nicht ganz nur das genau, Problem, ja. dass unsere Netze zusammenbrechen, weil wir zu wenig Strom haben, sondern es gibt ja auch das Problem, ein Netz kann ja auch zusammenbrechen, weil es zu viel Strom kriegt. Ne? Genau, ja. Und das ist ein sehr positiver Effekt der E-Mobilität, wenn man es richtig macht, und ich sage betont, wenn man es richtig macht, dass sich die Ladung der Fahrzeuge einbinden kann in eine gesamte Energiewirtschaft. Warum ist das so wichtig? Wenn wir daran denken, dass wir heute die Windenergie ausbauen wollen, die Sonnenenergie ausbauen wollen, zusätzlich zum Wasser und möglichst wenig fossile Energie verwenden wollen, dann habe ich natürlich ein Problem der Volatilität. Das heißt, der Wind, die Sonne scheinen in ganz Österreich relativ gleichzeitig und blasen relativ gleichzeitig und nicht nur in Österreich, sondern dann auch in Deutschland oder so. Das heißt, ich habe ein sehr großes Energieangebot und je mehr ich das ausbaue, desto mehr Spitzen kommen auch in die Produktion hin. Und wenn ich jetzt sozusagen dieser Produktion keinen Abnehmer gegenüberstelle, dann wird es für die Errichter von Windkraftanlagen und Photovoltaikanlagen irgendwann einmal unwirtschaftlich. Wenn ich aber jetzt ein Elektroauto hernehme, und wir haben schon gesagt, so mittleres Elektroauto, wir haben so um die 350 Kilometer Reichweite, dann habe ich, wenn ich ein durchschnittlicher Europäer bin, vom Gewicht her bin ich ein bisschen mehr, ja, aber beim Autofahren 35 Kilometer am Tag fahre, dann kann ich mit einer Batterie, die 350 Kilometer Reichweite mir bringt, 10 Tage lang fahren. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte nicht mit einer leeren Batterie durch die Gegend fahren, da habe ich Angst, dass ich dann irgendwo liegen bleibe. Aber die Hälfte der Batterie, also 5 Tage, ist es mir eigentlich relativ egal, ob ich am Montag oder am Freitag lade. Dann kann ich meinem Energieversorger, und an solchen Modellen arbeiten wir, und das funktioniert technisch auch schon, sagen, okay, lieber Energieversorger, immer wenn ich stehen bleibe, irgendwo ins Büro komme, oder nach Hause, ja, ich stecke mich an. Und wenn du viel Energie hast und vor allem aus erneuerbarer Energie und eigentlich froh bist, wenn du die loswerden kannst oder mir zu einem guten Preis verkaufen kannst, dann bitte lade mich. Und wenn du wenig Energie hast, weil Flaute ist und der Nebel ist, dann kannst du mich auch weglassen. Dann wird es eine Win-Win-Situation, das wird also eine Symbiose, dass ich mich als Elektrofahrzeuge sozusagen hineinhänge in das Netz und aber sehr geduldig bin. Und wie gesagt, 5 Tage Delay ist da durchaus möglich, dass ich sage, okay, ich hänge mich immer an, stecke mich an der Ladestation. Die Ladestation lädt mich aber nur dann, wenn wirklich eine erneuerbare Energie da ist. Sehr gestellt. Das ist wirklich eine Win-Win-Situation, weil jetzt der Windkraftbetreiber, der sonst vielleicht in die Bredouille kommt, wenn wir sie stark ausbauen, die Wind, dass er sagt, ich habe jetzt keine Energie zur Verfügung, aber trotzdem willst du die Energie in Schwierigkeiten kommt und umgekehrt immer effizient ist. Gut, Fritz, verstehe ich. Jetzt möchte ich ein bisschen beim Akku bleiben, weil der Akku ist ja trotz allem ein bisschen ein Angstthema. Erste Frage, wie lange hält denn so eine Antriebsbatterie überhaupt? Wir sind es ein bisschen gewohnt vom Handy, dass man nach einem Jahr auf einmal merkt, oh, da stürzt die Leistung ab, das geht alles nicht mehr, selbst wenn ich es auflade, ich habe nicht mehr das volle Power-Package da vor mir, das ich am Anfang gehabt habe. Ist das bei den Autos auch so? Ist das? Naja, das ist auch so, allerdings muss man in Ladezyklen rechnen. Und wenn ich jetzt sage, ein Handy hat jeden Tag wird es geladen, entladen, geladen, das heißt 365 Tage im Jahr lade ich und entlade ich. Und wenn ich jetzt sage, ich habe eine Autobatterie, die einmal laden 350 Kilometer fährt und ich habe jetzt
sagen wir, 1000 Ladezyklen. Das ist so das, was das Handy auch zusammenbringt. Nur macht es das Handy in 3 Jahren. Dann habe ich 350.000 Kilometer mit einer Batterie über die Anzahl der Ladezyklen. Das heißt, das ist nicht wirklich anders. Es sind im Prinzip ja ähnliche Batteriezellen. Nur die Häufigkeit der Ladung und Entladung, und das ist quasi das, was die Alterung ausmacht, ist viel häufiger. Und wir haben Fahrzeuge, die fahren schon 1 Million Kilometer mit derselben Batterie. Oh, das ist ordentlich, ja. 300.000 Kilometer ist keine Seltenheit. Okay. Ich habe jetzt gerade einmal erst 20.000 Kilometer auf dem Fahrzeug, aber ich habe jetzt auch aus der Community der Elektrofahrer kaum Probleme mit der Leistung, Abnahme der Leistung gehört, weil die normale Lebensdauer eines Fahrzeugs wird von einer Batterie abgedeckt. Ich glaube, ich habe gelesen, Lexus bietet, glaube ich, eine Garantie auf 1 Million Kilometer, kann das sein? Ja, also da Batterie, sind die Hersteller schon sehr großzügig und sagen 8 Jahre oder 300.000 Kilometer oder sowas und manche noch mehr. Aber da braucht man sich eigentlich nicht allzu große Sorgen heute mehr machen. Vor allem auch deshalb, weil die Elektrofahrzeuge ein besseres Lademanagement haben als Batterien. Das heißt, die Elektrofahrzeuge temperieren die Batterien, moderne, dass das bei der richtigen ist. Sie entladen auch nur bis zu einem gewissen Grad, und das ist das, was beim Handy oft das Schlimme ist. Das heißt, ein Lithium-Ionen-Akku, die wir heute so haben, die sind sehr sensibel auf Überladung. Das heißt, es wird ganz einfach nicht gebremst beim Laden. Das kommt sowieso nicht vor, weil das wird abgestoppt beim Elektroauto, aber auch auf sogenannte Tiefenentladung. Das heißt, wenn der Akku zu lange entladen ist, dann leidet er. Und dafür sorgen eigentlich die Elektrofahrzeuge ganz gut durch die Elektronik, die natürlich wesentlich aufwendiger sein kann als in ein Handy. Alles klar. Also, naja, können wir noch ein bisschen über, trotzdem über das Negativbeispiel, ja? Darf ich da noch etwas anschließen? Und dann kommt noch etwas dazu. Die Batterie, wenn sie im Auto ausgelutscht ist, weil sie vielleicht nur mehr statt 350 Kilometer 280 Kilometer hat, also zum Fahren vielleicht für manche unkomfortabel ist, ist dann noch nicht tot, sondern sie hat noch so viel Leistung, dass ich sie in einem Haushalt oder auch in großen Anlagen, die Batterien geclustert werden, im sogenannten Second Life verwende. Und das wird eine sehr spannende Sache, weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, 40 Kilowattstunden Batterie aus meinem Auto, wenn das einmal in 10 Jahren leer ist, für meine Photovoltaikanlage quasi rübernehmen kann, dann hält die noch einmal 10 Jahre, und das ist dann schon eine recht gute Lebensdauer. Also wir reden jetzt schon über zig Jahre, die wir diesen Akku verwenden werden. Und dann kann er ja immer noch recycelt werden. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Ne? Ich glaube, sind wir jetzt schon bei 80% Recyclingfähigkeit oder mehr. Ja, wahrscheinlich sogar. Aber ja, und bei fossilen Treibstoff, den verheizt man. Ne? Also da kann man nichts recyceln. Das muss man immer dazu sagen. Okay. Der Rohstoff ist weg, ne? Wenn man ihn verbraucht hat. Aber bleiben wir mal kurz beim Batteriedefekt. Es gibt ihn. Also man hört, zumindest die Schauermärchen tauchen immer wieder auf. Irgendwer hat sich ein wahnsinnig teures Elektroauto gekauft, dann hat er einen Batteriedefekt, und dann erfährt man solche Schauermärchen oder Geschichten, weiß ich nicht, ob es wahr sind, der Austausch der Batterie würde genauso viel kosten, wie das ganze Auto gekostet hat. Also ich kenne schon einige Fälle, wo ganz einfach, vor allem bei neuen Modellen oder was, wo irgendwas nicht ganz geklappt hat. Aber ich kenne eigentlich niemanden, der gesagt hat, ich habe es mir selber zahlen müssen, sondern das läuft eigentlich. Also alle Fälle, die ich kenne, wo durchaus auch ganze Batterien getauscht worden sind, teilweise aus Sicherheitsgründen, wenn man drauf gekommen ist, irgendwas war schlecht gebaut, das geht zulasten des Herstellers. Also da habe ich ehrlich noch nicht gehört, dass irgendwo in einer größeren nennenswerten Zahl Batterien getauscht werden mussten auf Kosten. Okay, und ich nehme an, das wird ja auch der Wettbewerb wieder regeln. Nicht? Sie werden sich konkurrieren so mit den Garantien, nicht? Wer was garantiert, damit der recht. Ja, so wie es in jeder Branche eigentlich üblich ist. Recycling haben wir schon kurz angesprochen.
es ist möglich, das zu recyceln, aber Rohstoffe, wo kommen sie her? Haben wir Probleme damit? Lithium, Kobalt, magst du uns da ein bisschen was erzählen? Mhm. Ist das ein Problem oder ist es eine Aufgabe, die wir lösen können? Es ist natürlich ein Problem, dass wir weder Kinderarbeit wollen, noch quasi irgendwelche Menschen ausjodeln wollen mit unseren Rohstoffen. Aber es ist dasselbe Problem, muss man fast sagen, wie bei allen Rohstoffen, also auch für Handys etc., dass wir ganz einfach darauf schauen müssen, dass unsere Rohstoffe aus Quellen kommen, wo die Arbeitsbedingungen ordentlich sind, auch die Leute so entsprechend entlohnt werden, dass sie ihre Kinder in die Schule schicken können. Und das ist heute wirklich noch ein Problem. Wird oft zitiert bei der E-Mobilität im Kongo, die Kinder, die in die Bergwerke hineingeschickt werden, in Löcher und dort das Kobalt herausholen. Ja, das gibt es. Der Grund ist ein einfacher. Es gibt auch offizielle Kobalt-Bergwerke im Kongo. Die werden im Tagbau gefahren mit Riesenmaschinen. Und da wird der Kobalt halt ohne Kinderarbeit abgebaut, aber der Profit aus diesen Geschäften geht an eine sehr, sehr dünne Oberschicht und daher sind sehr, sehr viele arme Leute mehr oder weniger gezwungen, sich irgendwo auch ein bisschen was zu verdienen und sind dann in illegalen Bergwerken, sehr gefährliche Bergwerke, schicken es die Kinder rein, um den Kobalt rauszuholen. Also es ist brutal, gesellschaftliches Problem. Ne? Das ist ein gesellschaftliches Problem und die Automobilindustrie versucht jetzt, und das muss man massiv unterstützen, und da wird auch die neue deutsche Bundesregierung ist ja dahinter, durch sogenanntes Lieferkettengesetze dem Herr zu werden. Das heißt, was heißt das? Eine Lieferkette muss zurückverfolgbar sein, also wo das Kobalt herkommt, muss ein BMW sagen können, okay, das kommt aus diesem und jenen Abbaugebiet und das ist das Wesentliche, die Produktion dort erfolgt unter ordentlichen Arbeitsbedingungen. Die Leute bekommen ein faires Gehalt, werden also nicht ausgejodelt. Und all diese Dinge, und damit kann ich natürlich als Autokäufer schon auch gewissermaßen, wie bei allen, so wie bei einem Label, wenn ich mir ein T-Shirt kaufe, ein wenig die Gesellschaft in diesen Ländern beeinflussen. Weil wenn ich sage, okay, Kobalt akzeptiere ich nur, wenn das Lieferkettenzertifikat dahinter ist, dann ich kaufe mir nur ein solches Auto, das gar nicht. Und ich darf halt auch die Bevölkerung nie vergessen, die rund um diese Bergwerke wohnt. Nicht? Also ich müsste schon dafür sorgen, dass die ein gutes Leben führen können. Ne? Und einfach mit irgendeiner Firma. Wir sehen das auch bei Braun. Ja. Bei Braunkohlewerken in Deutschland, dass da oft was abgebaut wird und ganze Städte ruiniert werden für die Kohle. Ist auch dort ähnlich. Dasselbe haben wir leider auch im fossilen Bereich. Also die Treibstoffe werden in Nigeria auch nicht sehr umweltfreundlich abgebaut. Aber da müssen wir eben international dahinter sein und auch versuchen, das wirklich durchzusetzen. Das ist noch ein Weg. Da ist noch nicht alles getan, das ist ganz klar. Aber es ist beim Elektroauto nicht anders als beim Benzin und beim Diesel und beim Gas. Ja. Ich wollte gerade noch mal erwähnen. Ja. Also, ich habe vorher schon gesagt, das eine ist, der Rohstoff wird verheizt beim fossilen Fahrzeug. Da gibt es kein Recycling. Ja. Das ist weg, das ist in der Luft. Wer immer glaubt, dass es rausfiltern kann wieder, nur das wird sehr schwer möglich sein, also wenn es auch möglich sein wird vielleicht. Das nächste ist natürlich, dass die Gewinnung von Erdöl auch nicht gerade sauber ist. Die Bilder hat man halt irgendwie schon gewohnt im Kopf, aber das schaut auch nicht besonders gut aus. Ganz zum Schluss, ich habe gesagt, es wird viel zu wenig Zeit sein, um über dieses Thema zu sprechen. Und du warst jetzt wahnsinnig flott und sehr gnädig mit meinen Fragen. Jetzt die letzte Frage, was mir wichtig ist und weil du natürlich eben als Co-Founder von der Firma Enio Experte dafür bist. Die Säule selbst, ihr liefert die Software, du hast schon gesagt, ihr sorgt dafür, dass man zur richtigen Zeit ladet. Was mich aber beschäftigt und was ich auch immer wieder feststelle, es beschäftigt sehr viele Menschen,
überhaupt dieses Tanken, wie es funktioniert. Das ist für die Leute, die mit dem E-Mobil unterwegs sind, schon alles immer so einfach. Die haben ja da Karten, laden das irgendwo auf. Und die, die noch nicht gekauft haben, sind total verwirrt und fürchten sich, dass sie irgendwo nicht mehr weiterkommen, weil sie gar nicht wissen, wie das geht. Die Tankstelle war so einfach früher und jetzt ist alles kompliziert. Das Thema Strom tanken. Kann man an jeder Säule laden, egal wo und was kostet es? Da verändert sich die Landschaft auch sehr stark. Manchmal nicht nur zum Guten, aber doch in der Regel. Es ist so, am Anfang ist man, man hat immer gesagt, mit einem Kartenspiel durch die Gegend gefahren und hat also 20 Karten gehabt. Genau die 21. ist an der jeweiligen Ladestelle dann funktioniert und man hat nicht laden können. Mhm. Dafür wurden Roaming-Plattformen geschaffen. Das heißt, also mit unserer Karte, mit unserer App kann man bei rund 60.000 Ladestationen in ganz Europa laden und wir könnten noch auf 150.000 hochschrauben, wollen das aber nicht, weil wir nur die aussuchen für unsere Kunden, die, die auch halbwegs kosteneffizient sind. Es wird zunehmend einen Wettbewerb geben, also auch die überzogenen Preise an den Ladestationen, die es manchmal durchaus gibt, werden weniger sein und es geht in die Richtung, dass ich mit der normalen, also einerseits mit einer App laden kann oder ich scanne einen QR-Code an der Ladestation und komme dort in einen Webshop und kann mit meiner Kreditkarte an jeder Ladestation in ganz Europa oder auch USA laden. Mhm. Und die dritte Entwicklung ist, dass zunehmend mehr NFC-Terminals, also Bank-Terminals, so wie ich es beim Kreisler eben drinnen habe, wo ich die Karte drüber halte und bezahle, meine Ladung bezahle, dass das auch verstärkt kommen wird. Da muss man natürlich wissen, bei einer Schnellladestation, wo relativ viel Umsatz gemacht wird, zahlt sich das aus. Bei einer Ladestation, die 5 Euro am Tag Umsatz macht, ist ein so ein Terminal relativ teuer. Also das ist auch eine Frage des Standortes. Aber die Offenheit wird besser. Und sie wird auch gesetzlich zunehmend vorgeschrieben und das ist gut so. Okay. Dass, dass sozusagen nicht jetzt Barrieren künstlich aufgebaut werden, dass, dass jetzt nur jemand, der bei einer Wien Energie zum Beispiel registriert ist, da auch gut laden kann. Mhm. Aber das ist eine eigene Geschichte. Man hört immer ein bisschen was von Gebühren, zum Beispiel Sperrgebühren, weil man irgendwie dran gehängt ist und dann muss man irgendwas nachzahlen oder so, weil man sich nicht kümmert hat um sein Auto oder was weiß ich. Was ist das? Wovon wird da gesprochen? Muss ich da Angst haben? Muss ich jetzt nicht wissen, mhm, wann ich mein Auto wieder abhänge oder wie funktioniert das? Naja, also man kann sagen, so eine Ladung kostet die Kilowattstunde heute so zwischen, die günstigsten sind bei 24 Cent, also wer in St. Pölten laden möchte beim Wifi, da sind 15 Ladestationen von uns, da kostet die Kilowattstunde, glaube jetzt 24 Cent oder was, also sehr, sehr wohlfeil. Man kann dort auch den ganzen Tag stehen, weil es genug Ladeplätze gibt in der Garage, da in der Mariazellerstraße. Jetzt noch, aber wenn alle E-Autos haben, schaut es anders aus, oder? Naja, das ist die Frage, wie in der Zukunft die Ladeinfrastruktur ausschaut. An einer Schnellladestation, wenn ich mich dann hinstelle und die Ladung anstecke und dann 2 Stunden spazieren gehe und eigentlich schon nach einer Viertelstunde voll bin, ist es im Sinne der Fairness und auch, dass jemand nach mir schnell laden kann, sinnvoll, dass ich dann auch Gebühren verlange für Stehen, ganz einfach. Weil das soll ja der, weiß ich, wenn ich mit 150 kW lade, soll ja der Nächste auch wieder laden können. An einer Wallbox in einem Unternehmen oder auch auf einem Universitätsparkplatz in St. Pölten beim Wifi, dann werde ich aber eine dichte Infrastruktur aufbauen. Das heißt, jeder Parkplatz wird in Zukunft mehr oder weniger eine Wallbox haben. Wie gesagt, da reden wir von Kosten, die pro Wallbox nicht so hoch sind. Und dann kann ich durchaus sagen, da stehst du den ganzen Tag, ladest netzdienlich und wie gesagt, da kommt genau. Du ladest in der Früh überhaupt nicht, wenn du aufs Wifi fährst zum Beispiel, steckst dich an und um 11 Uhr wird die Photovoltaik am Dach vom Wifi dann rockert und
bewegt sich ein bisschen was und dann fängt meine Ladung überhaupt erst an. Also da wird es unterschiedliche Modelle geben und die Energieversorger werden auch durchaus Interesse haben, dass man lange an einer Ladestation steht, wenn sie sozusagen ihre volatile Energie loswerden wollen und auch nutzen wollen. Und umgekehrt, bei einer Schnellladestation ist es durchaus gerechtfertigt, dass man sagt, da kostet die Kilowattstunde 60 Cent oder was, weil die Einrichtung von so einer Schnellladestation auch teuer ist. Und wenn es stehen bleibt, kostet die trotzdem noch 20 Euro, auch wenn du überhaupt nichts mehr kriegst. Also aber grundsätzlich habe ich schon richtig verstanden, es ist eher im Interesse des Energielieferanten, dass man länger steht und dass er seine Spitzen abdecken kann. Und dafür wird es Plätze geben, gell? Und der Betreiber von Wifi wird sich eher darum kümmern, dass das gut abgedeckt ist mit den Leuten, die jetzt im Kurs sind und wird schon dafür sorgen, dass das alles gut funktioniert. Wahrscheinlich machen wir uns alle ein bisschen viel Sorgen um Dinge, die andere für uns ganz gut lösen werden. Fritz, die Zeit ist um. Ich kann nur sagen, das war so interessant. Ja, ich könnte dir noch stundenlang zuhören. Wir werden wahrscheinlich demnächst irgendwann mal irgendeine Veranstaltung mit dir machen, wo wir mehr Zeit haben. Aber vorab mal, danke Fritz, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mit uns darüber gesprochen hast. Sehr gerne. Ich hab schon gewusst, wie ich gelesen habe, dass du kommst, habe ich schon gewusst, wir haben da einen Experten, mit dem wir über alles sprechen, was das anbelangt. Und es war verständlich, es war gut, es hat mir viele Sorgen genommen, ja, und es hat mir genug Informationen geliefert, dass ich auch ausreichend mit anderen darüber sprechen kann. Was ich mir auf jeden Fall aber mitnehme, ist, die E-Mobilität wird die fossilen Autos nicht ersetzen, sondern es wird einen Teilbereich davon ersetzen. Wir sollten mehr Rad fahren, wir sollten mehr zu Fuß gehen, wir wollen eine Stadt haben, wo nicht so viele Autos unterwegs sind und wir wollen mit der Eisenbahn fahren. Und ich glaube, mit unseren Klimatickets sind wir da eh schon mal in der richtigen Richtung unterwegs. Und auch unsere Städte gehen in die Richtung, wenn man jetzt hört, dass in Wien immer mehr Begegnungszonen geschaffen werden und gefordert werden vor allem. Das ist ja das Wichtige dahinter. Ja. Dann wissen wir, wohin die Reise geht. Auch wenn ich ein Elektrofahrer bin, ich habe natürlich ein Klimaticket. Ja, das gehört irgendwie eigentlich dazu. Gell? Nimm die Karte zum Danken. Genau. So ist es. Genau. Fritz, danke schön und ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder. Ich danke allen Zuhörerinnen, die jetzt da dabei waren. Und wenn irgendwelche Fragen sind, man findet im Netz die Firma Enio, man findet den Fritz Vogel, man findet aber vor allem auch die Grüne Wirtschaft unter grünewirtschaft.at und wir sind immer über froh, wenn wir Feedback bekommen, Kritik und wir freuen uns aufs nächste Mal. Danke, auf Wiederhören.